Damen und Herren, ich bin's wieder, euer Horrorguru Störzy. Wir sind wieder zurück heute hier mit der unglaublich gruseligen Grusel-Crew Gang. Vlesk, hallo. Stell dich doch mal vor, mein Geisterjägerfreund. Mein Name ist Christian und ich war früher Koch und ich bin einmal fast ertrunken und bin nicht drüber hinweggekommen. Das ist ein süßer Funfact über dich, Vlesk. Vielen lieben Dank. Mit dabei ist auch Gnu. Ja, ich will das Ding heute reißen und will jetzt anfangen und wir gewinnen das nicht. Erzähl doch nochmal einen gruseligen Funfact über dich. Meine Fürze riechen am besten. Oh Gott, ist das gruselig. Okay, und wo ist Pia? Pia kommt nicht in die Lobby. Ich bin da. So, Leute, zurück in die Rollen, zurück in die Rollen. Okay. Und hallo, ich bin berühmter Koch. Vlesk, Maul jetzt. So, und mit dabei ist auch Pia, die unbekannte Geisterjägerin aus dem nahen Süden. Ja, hi. Ich habe leider an meinem ersten Tag als Praktikantin verschlafen. Erzähl uns doch nochmal einen gruseligen Fact über dich. Ich bin ziemlich kratzbürstig, wenn ich zu wenig Schlaf hatte. Oh Gott, mir läuft den Rücken runter. Ja, wir zocken heute die neue Map und haben auch gar nicht so viel Zeit. Weshalb wir jetzt einfach, würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein. Oder Gnu hat Ahnung, wir alle nicht. Das ist die gruselige Horror, Vlesk, Horror. Wie war unser Gruppenname nochmal? Ich wäre früher mal fast ertrunken. Mann, wir sind die gruselige Horror-Gang und es ist Devour. Und wir sind jetzt in der neuen Map The Inn. Viel Spaß. Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. Oh nein. So, Freunde, da sind wir ja wieder. Schönen guten Tag, Mensch. Ich habe eine Spinnenphobie. Wäre das jetzt dein Punkt, um das zu sagen? Nein, alles gut. Wer ist denn wer hier? So, unsere rothaarige Dame hier. Wer bist du? Gnu. Ah, okay, hallo Gnu. Wer ist das hier? Hallo, ich bin die Praktikantin. Die Praktikantin. Schönen guten Tag. Ey, Pia, bist du müde? Bis ich die erste Spinne gesehen habe. Oh, und dann haben wir hier natürlich Vlesk, unseren ultimativen Ertrinker. Berühmter Koch. Ja, verstehe ich. Genau, Gnu, du hast Ahnung. Führe uns. Also, liebe Kinder, Konzentration. Durch das Fenster geht's rein. Ich möchte erstmal anmerken, wie dumm sind die eigentlich, dass die jedes Mal wieder diesen Azazel beschwören. Das hatten wir beim ersten Mal, beim zweiten Mal mit Molly und jetzt schon wieder. Also, die Dumm kann man sein. Let's go. Okay. Vorsicht. Das klingt nach einem super Azazel, Azazel klingt irgendwie wie so ein alter süddeutscher Mann, oder nicht? Säsel? Ja. Guck mal, Pia, überall schöne Spinnenweben für dich. Warum tue ich das? Nu, bitte klär uns auf, was geht hier ab, was müssen wir machen? Okay, ich würde sagen, wir werden jetzt das Widerlichste überhaupt sehen, was wir seit langem gesehen haben, mich ungeschminkt. Und danach zeige ich euch, was richtig widerlich ist. Wir haben hier ganz viele Flaschen rumliegen, wie ihr schon gemerkt habt. Herbert, da liegt auch Vlesk rum. Ja! Genau. Den Vlesk müssen wir hier nämlich immer einleeren, damit das Wasser... Cool. Damit das Wasser nämlich gereinigt ist. Und wenn das Wasser gereinigt ist, müssen wir darin etwas waschen. Und das sind Vlesks Eier. Oh, wir müssen Vlesks Eier waschen? Wirklich? Absolut widerlich. Das weil ist ich natürlich kein sehr viel Witz. Auf meine. Ich achte natürlich auf meine Körperhygiene. Und Vlesk hat sehr viel Tattoos auf den Eiern. Und das werden wir jetzt ergründen. Kommen Sie bitte mit. Alter, was? Ich bin absolut verwirrt, aber ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich habe Angst vor dem Pool, weil als Funfact, als Kind wäre ich fast mal ertrunken. Vlesk, also es reicht jetzt langsam mit den gruseligen Funfacts. Stell dir mal vor, du wachst auf, gehst an den PC und musst das hier spielen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine Person gerade schaut, die genau das erlebt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine Person das überlebt. So Funfact, um so richtig in die Mut zu kommen, spielen wir auch immer so um 10 Uhr morgens bei Sonnenschein. Jo. Oh. Es wird ernst, das sind Menschenknochen. Aha. Ist oh, der Gott. Du bist aufgestiegen. Tut mir leid. Okay. Hier singt wer's? Ich geh mal nach vorne. Junge Dame. Pia, bist du das? Nach dem Aufstehen um 7 Uhr morgens? Nee. Komm, Sterze, komm ein bisschen her. Schau es dir an. Schau es dir an. Ich hab das Ei aufgehoben.
Ja, du darfst jetzt dein Ei waschen gehen. Pia, du hast dich wirklich verändert. Oh, Daniela, da bist du. Achso, ich dachte, das wärst du, sorry. Ja, wenn ich ein bisschen viel getrunken habe, klingt das ähnlich, aber. Und dann erstmal in so ein Loch kriechen. Okay, jetzt bin ich. Also ja, okay, ich hab hier eine Routine für, Leute. Oh, Vorsicht, 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 Spinnen! Ab jetzt Augen offen, ne, Kinder? Pia, alles gut? Also, meine lieben Freunde, ihr merkt ja jetzt, es wird immer ernster. Das Allerbeste, um diese erste Runde zu bestehen, Wir holen jetzt alle Flaschen her, damit wir das Wasser reinigen können und legen Die Eier hier hin. Aber passt auf, die Eier werden von den Spinnen wieder geklaut. Die Symbole auf Lesks Eier haben einen Sinn. Es gibt hier Schreine und dort müssen wir die Eier hinbringen. Ich habe die Hälfte meiner Taschenlampe aufgebraucht, ohne eine einzige Spinne gesehen zu haben. Die Hälfte? Ja. Wow. Ich hab eine Blume gefunden. 1 von 25. Was das ist ja schön, oder? Gut. Ja, das ist schön, das ist romantisch. Hast du gut gemacht. Ich will dir diese Blume schenken, Pia. Gefällt. Ich will gar nichts in meinem Leben gerade. Du willst eigentlich nur wieder zurück ins Bett. Ich verstehe das schon. Ich laufe hier gerade über die Map, aber ich finde nicht, wonach wir suchen. Oh, hier ist noch eine Blume, wie schön. Wow. Hör auf, Blumen zu sammeln! Ich hab ein Ei gefunden. Ja, schmeiß gern da zum Pool hin. Na gut, dann schmeiß ich es im Pool. Aber man soll doch keine Sachen in den Pool schmeißen. Man soll auch keine Angst vor Spinnen haben. Ja, Mann, ich hab mir das nämlich ausgesetzt. Alter, okay, die Sandu ist. Alter, wie er das auf dem Boden haut. Hey, lass mal ein bisschen Tischtennis spielen, komm mal her hier. Ah, ja. Spielen Fantasietischtennis, okay? Und. Nein. Ja, 15 für mich. Okay, nochmal. Du hast Aufschlag. Oh, 30 für mich. Oh, ich hab gewonnen. Ja, schade. Hallo, Pia. Hier ist der Ziegenkopf und hier ist eine Flasche. Alter, mein Puls, ey. Ich bin müde, aber mein Puls ist auf 300. Wie geht das überhaupt? Hallo, Pia. Wie haut man die Sachen ins Wasser? Ich hab schon sauber gemacht. Oh, ist alles sauber? Oder? Damit ihr dann die Eier nachher reinklatschen. Okay, Blesky, folge mir. Ja. Wo ist sie denn? Oh. Egan! Okay. Okay, Kinder, es wird ernst. Wir haben die Eier von Vles gewaschen und es ist jetzt Zeit, diese zu den passenden Ritualen zu bringen. Müssen wir die Eier noch küssen? Die musst du ablecken. Wir müssen jetzt die Eier zu den jeweiligen Schreinen bringen und ich würde uns empfehlen, dass wir das alle parallel machen und alle gleichzeitig diese Eier dort reinlegen. Ansonsten gibt's Rampage. Nee. Soll ich den jetzt reinschmeißen, nein, oder nein, was? Nein, nein, das noch ist... Noch nicht? Ja, nee, nee, mach noch nicht. Ich stehe aber davor. Ich steh mit dem Totenkopf Ei vom Totenkopf rein. Wo muss ich hin? Was hast du? Ich hab den Ziegenkopf. Der ist bei mir. Oh, Vorsicht, Spinne. Die sind pelzig. Sollen wir das jetzt rein? Sollen wir das jetzt reinmachen? Ja, ihr könnt es schon reinlegen. Ich suche meins noch, das passt. Ich mach meins jetzt gerade schon rein. Ja, es ist jetzt weg. Ich mach meinen rein. Es ist jetzt drauf. 1 von 10. Ja. Lauf. Hier lacht wer? Oh Gott. Ja, ihr merkt schon, es wird jetzt ein bisschen ungemütlicher. Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das wird jetzt ekelhaft werden. Die Spinne klaut das Ei. Nein, das nehme ich. Okay, ich habe jetzt ein Ei mit einem Stern drauf. Ja, das ist oben. Oh Junge, die sind ja richtig wieder. Leuchtet sie an. Da ist eine Spinne mit dem Gesicht drauf. Ja, das ist die Böse. Deswegen. Oh, sie hat einen von uns, ne? Pia? Ich bin in einem Schrank. Ach, hier ist der Stern. Hallo da. Sie ist neben mir! Sie ist neben mir! Die hässliche! Ich komm zu dir, ich hab kein Medkit. Nee, warte mal, ich hab kein Medkit. Ich kann nicht hochholen, oder? Kann ich dich hochholen ohne Medkit? Vorsicht, sie kommt. Wir müssen jetzt zusammenbleiben, gell? Okay. Weil allein kann ich die nicht mehr stoppen. Geh zum Pool und wasch das Ei. Hilfe, 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 Hilfe. Wir blockieren dich! Okay, wir fühlen jetzt Pia. Pia ist terrified. Ja gut, wo ist das Ei? Ich hab's in meinem Hand. Ja, sehr gut. In meinem Hand? Ich hab's in meinem Hand. Ich bin's, Mickey Mouse! Oh, Vorsicht, sie kommt, Leute, sie kommt! Aufhalten, aufhalten! Ja, ich leuchte die an. Es ist eine Spinne! Okay. Nein, nein, es ist
eine Spinne! Ich bin in irgendeiner Spinnenhöhle! What the fuck, Alter? Da ist er doch direkt. Sagen, lass mich direkt, komm mal mit, Pia, wir machen direkt das Ei auch noch. Hilfe! Flask, mein Retter, du hast so saubere Eier, so. Ja. Ja, das kann ich. Ja, klingt ganz nach mir. Nehmt mal das Ei hier, da ist ein Auge drauf, das könnt ihr direkt hier oben auch reinmachen. Das muss aber. Oh Gott, das ist das. Reicht die. Sie hat Gnu! Ich hab das Ei mit dem Auge, ich kümmere mich darum. Wo ist Feuer? Wo ist Feuer? Ich irgendwo bin durch, um, ich kann nicht. Okay. Die ist jetzt gerade eh weg wegen jetzt. Sehr gut, sehr gut. Ich bin bei einem Medkit und irgendwann müsst ihr die kleinen Spinnen mehr ignorieren, weil ihr braucht es für sie. Holt mich schnell, holt mich. Pia, alles gut? Ich bin tot. Alter. Ja, leuchte einfach weg. Wie ging es denn zum Pool wieder nochmal? Ey, da, wo das ist die Karte. Ah! Schwinde! Wo ist sie? Schwinde! Sie okay, wir müssen jetzt mal Leute hochholen. Wer ist denn unten? Sebastian ist tot. Alter, scheiße, ist das creepy. So, wo seid ihr? Bist du draußen, Pia? Ich finde den Ausgang nicht. Da sind überall Spinnenweben. Du musst den Ausgang finden, der nicht von Spinnenweben okay. zu spinnt ist. Oh! Nee, eher you. You! Ich mach noch einmal mit Licht. Schon besser. Oh. You! Ja, wir müssen erstmal den Ausgang finden aus dieser Ach, Spinnenhöhle. Ach, scheiße, okay. Okay, ich bin draußen. Alter, holy... Oh Gott, 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 oh Gott. Okay, bis oben. Ah, fuck! Okay, er wurde gesnatcht. Ja, hol du, Pia, ich geh das Ei waschen. Ja. Ich würde gerne die Eier von Vlesk waschen. Wasch meine Eier. Oh scheiße, wir müssen das Wasser ja erstmal wieder waschen. Oh Gott, nein. Ganz vorsichtig. Hier gibt es keinen Ausgang mehr. Schlesendreck, ne? Ich muss mal ganz schnell hier rein. Oh, oh Gott, ich bin tot, Leute. Nein, 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 alles gut. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn du den anderen holst. I'm dead, I'm dead, I'm Gott, oh 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 Gott, ganz knapp, ganz knapp. Uff. Ich hab kein Medkit. Das Leute, ich bin tot. Ich bin so dead. Ich bin so dead. Ich bin tot, ne? Ja. Ihr müsst jetzt, also der eine, der lebt, muss jetzt alle oh, holen. Oh, weia. Okay, ich versuch zu dir zu kommen. Okay, Blast lebt wieder. Also ich bin in der Höhle. Vielleicht ist es einfacher. Ich höre sie. Lauf, 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 lauf. Ich bin nach oben gegangen. Ja, Gott, sind das viele! Ja, ich hab mitgezogen. Pia, komm zurück zu mir! Ich will nicht. Bitte lass mich liegen. Pia, du nimmst jetzt das Medkit hier. Scheiße, wie kommen wir hier raus? Welches Medkit? Das lag doch auf dem Boden da, doch, Mann. Nee. Doch, 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 doch. Schnell, 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 Leute, holt ein Medkit und holt jemand. Lesk und ich sind, glaube ich, jetzt. Ich bin draußen, Lesk ist drin. Schnell, schnell, schnell. Scheiße, scheiße. Ich lieg neben dem Medkit, ne? Suchen und holt einen, sonst sind wir jetzt gleich tot. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Alter Pia, es tut mir so leid. Okay, wie viel, Dankeschön, wie viele Eier haben wir denn? Ich habe eins geholt noch. Hinter ja, uns, ja, ja, anleuchten, 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 anleuchten. Ah! Sehr gut, lauf weg, weg, lauf, 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 lauf. Das Kreuz ist hier, das Kreuz ist hier, das Kreuz ist hier. Hier, hier, hier hinten, ich hier, mein Gott. Dreh dich doch um ihn. Ja, wer ist die andere? Es ist einer von uns tot. Vlesk, erzähl mal einen Funfact. Ja, hier oben ist eine Spinne. Ach, leck mich am Arsch, Au. Mach das jetzt. Ach, fuck. Ach, Mann, scheiße. Was ist das? Funfact, das meine dumme Ei. Angst vor Wasser ist... weg, aber ich habe jetzt Angst vor Spinnen dafür. Scheiße. Was ist das jetzt? Oh, lol.
War knapp. Unbefriedigend. Das ist ja einfach nur Psychoterror die ganze Zeit. Mein Rücken ist nass. Wer spielt sowas, weil er Spaß dran hat? Ich glaube nicht, dass Pia nach dieser Aufnahme jemals nochmal Lust hat, mit uns irgendwas aufzunehmen. Ich meine, guckt sie euch an. Sie ist eine leere Hülle ihrer selbst. Schaut, wie sie da sitzt. Also Leute, ein Herz für Pia in die Kommentare. Ich weiß nicht, was genau das war, aber es war was. Sag's euch mir nie wieder. Das war wieder ein weiterer Auftritt von der unglaublichen Horrorcrew. Unglaublich sympathische, süß aussehende Horrorcrew nenne ich es auch gerne. Und jetzt darf Les nochmal ein Funfact erzählen. Als Kind. Okay, haut rein, Leute.